Abgeschlossen. Der letzte Abschied. Erstmal mit dem Motorola zu diesem Mann. And off I went. On nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. I felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. Also kann sein, dass sie mit Geistern reden kann und so, aber vielleicht ist sie auch einfach nur wahnsinnig. Und bildet sich das alles ein. Das werden wir alles erfahren. Dies und noch viel mehr erfahren Sie in der nächsten Folge. Oh oh, eine alte Tankstelle. Ziehen wir unseren Helm aus. Hübsche Frau auf jeden Fall. Okay. Achso, okay, es geht noch nicht los. The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off. Ach so. Das sah aus wie eine Tankstelle. Gut. Gelange durch das Tor. Wahrscheinlich versperrt, das können wir nicht öffnen. Drüber klettern geht auch nicht, weil da Dorn sind. Front gate okay. Was locked up tight. I needed to find another way in. Gut. Dann finden wir einen anderen Weg hinein. I guess not. Ist hier der Schlüssel? Ja, schön wär's gewesen. Was ist das? Liebesgrüße aus Neva. Aha. Interessant. Gut, hier gibt's uns nichts. Können wir hier durchs Fenster klettern? Nö. Gibt es hier sonst nichts? Doch, da. What the? Hello? Oh. Thomas? Das sieht nicht gut aus. Gut, vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas. Alles klar. Dann gehen wir mal außen rum, ne? Mal gucken. Ja, das ist der richtige Weg. Können wir hier hoch? Ja, E. Plötzlich ist es E. Keep me out, Neva? Nice. We're gonna have to do better than that. Gut. Not a whole lot of people knew about Neva. It used to be a government-owned vacation resort. Until one day it just stopped. And so an urban legend was born. The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Crazed workers, ancient curses. You know, the usual. Komm schon, eh. Zack. Ab durch den Wald. Hoffentlich nicht wieder ein Labyrinth wie bei Blair Witch. Okay. Das sieht labyrinthmäßig aus. Halluzinationen oder Geister? Puh. Mann, hau ab, du blöde Fliege. Entschuldigung. Ah. Hello. Ah, die Fußspuren des kleinen Mädchens. Kann man Einblick und gleichzeitig sprinten? Ja, aber das ist scheiße, weil das Steuerung und... Okay, das geht nicht so gut. Okay, doch. Mit dem kleinen Finger auf Steuerung. Ich glaube, ich muss das mit Controller spielen, aber das mache ich nicht jetzt. So, jetzt geht's erstmal weiter hier in den Wald, Freunde. Was ist das? 1968. Alles klar. Liebes Pärchen.
Oh, da lang. Hä? Die Spuren hören auf, oder? Ah, da ist die Hand von dem Mädchen. Gut, dann geht's halt weiter. War da gerade Blut? Nee, eine rote Rose oder so. Alter. Okay. Dann geht's hier weiter. Oh! Also sieht sehr gut aus, das Spiel. Wirklich. Steckt viel Liebe zum Detail drin. Looks like an old fort. Might be my way in. Oh oh. Ja, da muss ich sogar rein. Entschuldigung. Ups. Okay, dann geht's hier weiter rein. Durchquetschen. Alter. Oh, nicht erschrecken. The split would come and go. If a place had a story to tell, well, I guess I was there to listen. Nice. Oh, da ist Scheiter. Dead. Like everything else in this place. Das ist Yeah, not getting through here. Ja, war ja klar. Not with the power out. Gut. When you exist in two realities, you're affected by either. I'd learned that the hard way. Da hinten the place ist irgendwas. Felt old and soaked in misery. Figures, I guess. A thousand years of history doesn't just happen. It's paid for. But even in the deepest darkness, light can linger. Lonely, fragile, waiting for someone to embrace it. As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. A dying soldier whispering the name of his beloved? Or maybe just glad to be done with this world? Okay. Ihre Pilze an den Armen sind jetzt lichterfüllt. Was das bedeutet, sehen Sie in der nächsten Folge. Nein. Was das bedeutet, habe ich keine Ahnung. So, wir gehen jetzt einfach weiter. Also, was heißt weiter? Wir gehen jetzt auf die andere Seite. In any case, I figured I could use it. Energy's energy, right? Achso, laden und. Oh, so that worked. Ah. Good for you, Marianne. These powers of mine, as much of a pain in the ass as they were, they did come in handy sometimes. What the fuck, man? Okay, erstmal gucken, was hier so ist. Nichts. Ist dir kalt, meine Kleine? Oh. Sich wärme anziehen müssen. So there I was. Existing in two worlds, but never really living in either. Alles klar. Oh oh. Vor allen Dingen, oh oh. Nur weil man da kein Lagerfeuer machen darf. Okay. Links oder rechts? Ich bin immer für links. Alles
Also bis jetzt noch nicht so gruselig. Schon wieder links. Oh, andere Perspektive. Nice. Alter. Cool. Holy Macaroni. What the hell are you, Neva? The aura in that place. I've seen others like it, but never this intense. It was like a landfill of memories, emotions, and none of them good. Alter. Willkommen in Neva. Gelange in das Hotel. Alles klar. Durch die Vordertür kommt man doch bestimmt rein, oder? Das ist doch immer so. Ist doch immer offen alles. Hello? Anybody in there? Ich sag's doch, immer offen. Locked. Obviously. There's gotta be another way. Gut. Dann finden wir einen anderen Weg. Oh, was ist das hier? Ein Schmetterling. Shit, the handle's missing. Oh, ich wollte den Dialog nicht überspringen. Huh? Also hier lang? Okay. The handle is missing. Können wir hier lang? Oh, what? Okay, hier lang geht's nicht. Oh. Was haben wir denn hier? Oh, der Pfeil zeigt nach dort. Das ist das kleine Mädchen, was uns hilft. Oh, was ist da? Schmetterling. Hey, old timer. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Doubling as a spare bedroom, apparently. Ach, Liebesgrüße aus Neva wieder. Nee, ehrliche Arbeit. Aha. Hope you don't mind if I, Oh Mann, ich will das nie überspringen. Ich möchte einfach nur zurück. Scheiße. Not much here. Oh. Although, this could come in handy. Nice. Ow! Alter. Shit! What the hell? Erschreck mich doch nicht so. Okay, wir gucken einfach mal weiter. Was ist hier? Ach so, vielleicht kann ich das ja auch noch mal beim Auto benutzen. Die Geistersicht. Vielleicht tun sich da ja. Nee, kann ich nicht. Ach so, doch. Ah, nee. Das kleine Mädchen hat draufgedrückt. Gut, ich habe jetzt diesen Hebel. Mal gucken, vielleicht kann ich ja damit die Tür öffnen. Deswegen. Laufen wir jetzt wieder zur Tür. Also bis jetzt gefällt mir das Spiel sehr gut. Okay.
sind wir wieder hier. Mal gucken, ob ich das jetzt benutzen kann. Wahrscheinlich, weil der Schmetterling hier ist. Zack! Oh, eigentlich will ich ja gar nicht da rein. So began the great dumpster heist of 1999. Alles klar. Okay, da kann ich nicht lang. Hä? Und jetzt? Ah. Los, streng dich mal an. I'm starting to get tired of your shit, Neva. You better be worth it. Okay. Ah, ich kann da oben durch. Ey. Hopp. Oh, es ist anstrengend hier. Und E, oh, die E-Taste zu drücken ist so anstrengend. Oh, bloß nicht am Glas schneiden. Das kannst du wegtreten. Naja, so geht's auch. Ja, komm, das ist nicht so hoch. Gut. Ah, ich habe jetzt ihre Verbrennungsnarben gesehen. Suche nach Thomas. Hello? Anyone? Hallo. Thomas? You there? Was haben wir denn hier Schönes? Sünder sind verdammt. Alles klar. Oh, was ist das hier? Ballett. Vivienne. Schön. Schön am See baden gehen. Oh, ich würde so gerne mal wieder ins Schwimmbad. Beförderung. Cool. Okay, hier ist nichts mehr, oder? Nö, nur Zigaretten. Cool. Gut, da ist auch eine Tür. Hol den Stock. Hallo? Thomas? Geister. Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. Ja, ja, ich komme ja schon. Ach so, muss man von der Seite nicht machen. Gut. Das Geistermädchen. I did, didn't I? You look real scared. I'm sadness. Marianne. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well,
is what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends? Oh, yeah. I used to have a lot of friends here. But they're all gone now. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes. So busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. That I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Would you play with me? Just for a little while. It's been so long since I played with anyone. Oh, okay, okay. But I need your help first. Yes. Yes! I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Somewhere. Take your time. Oh, yeah. The second floor. We can look there. Come on. Hurry, Marianne. Wait. I can't go that way. Somehow. Okay, dann suchen wir mal den Weg, ne?